unästhetisch. Willst du mal fühlen? So, lass uns das mal unten. Und. Ich habe vor meiner Magersucht 60 Kilo gewogen. Fitness ist eine Welle, die darauf abzielt, Leute ins Studio zu holen, viel Geld bezahlen zu lassen. Wo hat sie noch ihre Weiblichkeit? Warum soll sie nicht wie eine Frau sein? Also, sie wirkt für mich sehr, sehr weiblich. Warte mal. Aber ich darf jetzt wirklich, ne? Ja, klar. Alle Lebensqualitäten sind gestiegen. Ich kann Gott danken, dass es den Sport gibt. Als ich angefangen habe, habe ich keine 50 Kilo gewogen. Durch die Sportart habe ich wirklich zu meiner Feminität gefunden. Hast du das mal probiert, Anabolika? Ja, anders geht's ja gar nicht. Psst. Nee, nicht du. Du hast es bestimmt nicht genommen. Das ich sehe mich als Frau an. Ich habe Titten, ich habe einen geilen super Arsch. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass ein Mann morgens neben dir aufwachen möchte. Wenn ich solche Frauen wie euch sehe, muss ich echt Angst haben, euch zu begegnen. Willkommen zur Oliver Geißen Show. Ja, wir bereiten uns mal sehr akribisch auf unsere Sendung vor. Danke, Jungs. Wir werden heute uns über Fitnesswahn unterhalten. Fitnesswahn bei Männern ist ja eigentlich schon fast normal. Fitnesswahn bei Frauen, da sagen viele, das passt gar nicht zusammen. Frauen dürfen nach Möglichkeit überhaupt keine Muskeln haben. Wir haben heute Frauen da, die haben nicht nur ein paar Muskeln, sondern richtig viele. So zum Beispiel auch Susi. Herzlich willkommen. Hi Susi. Hallo Olli. Wie lange hast du gebraucht, um so einen Körper zu bekommen? Gut 10 Jahre trainiere ich jetzt. Und wie regelmäßig? 5-6 Mal die Woche. Ich merke, das ist richtig anstrengend, du bist richtig außer Atem, ja, ne? Es ist komplette Anspannung von der ersten Minute bis zur letzten oder eineinhalb Minuten, solange man post. Mhm. Es ist permanent Anspannung, es schaut sehr leicht aus. Ist aber anstrengender, als man denkt. Vor allem grinst du immer so nett dabei, das sieht wirklich nicht so anstrengend aus. Das gehört dazu. Wie bist du zum Bodybuilding gekommen? Vor über 10 Jahren bin ich in die Krankheit reingerutscht. Es war Magersucht. Da war ich 16, ja. Und habe Mittel und Wege gesucht, irgendwo mit meinem Körper klarzukommen. Habe sehr viel Sport getrieben, von Volleyball bis Reiten, über sehr viele Sachen. Und bin im Endeffekt beim Bodybuilding gelandet, weil mein Arzt gesagt hat, das ist eine Sportart, was man kontrolliert betreiben kann, wo man mit gewissem Maß einsetzen kann. Und ich durfte langsam mit einer halben Stunde, Stunde am Tag anfangen. Und es hat sich dann eben so gesteigert, dass ich auch wieder mein Gewicht gefunden habe, mein Essverhalten geändert habe und eigentlich die Freude am Leben wieder. Also hat dich dieser Sport auch von dieser Krankheit weggekriegt? Ja, auf jeden Fall. Was sagst du Männern gegenüber, die sagen, deine Figur ist absolut unfraulich, das sind viel zu viele Muskeln? Die haben Probleme mit sich selber, denke ich mir. Weil es sind vor allem Männer, die, denke ich mal, den Sport noch nicht durchschaut haben, den Sinn noch nicht drin gesehen haben. Und ich denke mir, es ist eine Sportart, wo ich gerade jetzt in meinem Fall meine Fraulichkeit gefunden habe. In Bezug zu meinem Körper wieder gefunden habe und vor allem, denke ich, meine Femininität dadurch ein bisschen unterstreiche. Durch diese Muskeln? Ja. Sind Muskeln in deiner Meinung nach feminin? Ja, an den gewissen Stellen. Es kommt. Was ich jetzt besitze, sehe ich als feminin an. Aber das, was ich so von deinem Dekolleté zum Beispiel sehe, ist sehr muskulös. Was ja nicht bei den meisten Frauen so ist, sondern das ist ja eigentlich eher ein wenig weicher.
Ja gut, ich bin in 3 Wochen bin ich auf Meisterschaft. Ich befinde mich jetzt seit 5 Monaten auf Diät. Es ist klar, dass das natürlich der letzte Hauch an Fett langsam runtergeht. Aber unterm Jahr schaue ich auch relativ rund aus. Findest du sowas? Okay, sexy findest du es natürlich nicht, aber findest du es fraulich? Na, fraulich auch nicht. Da fehlt so die Brust, würde ich sagen. Aber meine Frage ist, kannst du mit diesem männlichen Körper überhaupt Kinder kriegen? Ist das überhaupt rein technisch möglich? Kannst du auch stillen? Ich kann stillen. Das ist fast nicht zu glauben. Warum glaubst du, sollte man mit so einem Körper keine Kinder bekommen können? Ja, weiß ich nicht. Ist vielleicht irgendwie. Es sieht alles so männlich aus. Also, ich finde, das ist kein Frauenkörper mehr. Naja, aber das wird schon. Danke. Der Rest ist ja so geblieben. Entschuldigung. Ja, ich wollte sagen, du bist ja jetzt von der Krankheit da weggekommen mit diesem Bodybuilding. Aber damit gerätst du ja wieder an Krankheit, wenn du irgendwelche Anabolika nimmst und irgendwelche Tabletten. Ich meine, das sind ja auch Krankheiten, die danach entstehen. Sag mir, wer das oder wie ich das einsetze oder dass ich das einsetze. Ich habe jetzt einen Weg von 10 Jahren hinter mir. Ich meine, ich denke mir, diese Sachen sind beschleunigen vielleicht gewissen Muskelwachstum, aber ich habe jetzt noch nicht diese Übermasse, wo ich sage, das muss ich gleich mit Anabolika definieren. Hast du das mal probiert, Anabolika? Ja, anders geht's ja gar nicht. Psst, nee, nicht du. Du hast es bestimmt nicht genommen. Das sehe ich irgendwann. Ja, das kennt man ja eigentlich. Wir haben einen Körper bekommen, ohne irgendwelche Tabletten. Ich kenne einen Freund von mir, der macht das seit 2 Jahren. Und der hat, ehrlich gesagt, noch nicht so den Körper. Ja, aber sie macht das schon seit 10 Jahren, nicht erst 2 Jahren. Ich meine, das wird aber letztlich beschleunigt. Das ist ja eigentlich nicht ihre Leitung gewesen. Weil das ja meistens kommt ja von den Tabletten oder Cortison oder was ich, was sie alles annehmen. Das ist, wird alles nur aufgepumpt, wenn ich. Ja, aber Cortison hat da nun gar nichts mit zu tun. Da weißt du mehr als ich. Ja, das ist auf jeden Fall. Ist, die Frage hast du gar nicht beantwortet, die ich dir gestellt habe. Hast du das mal probiert, Anabolika? Ich habe es vor Jahren in geringer Form mal ausprobiert, aber bin nicht zu dem Resümee gekommen, dass es mir hilft. Ja, vor allem hilft es den meisten Menschen auch nicht. Die haben vielleicht dickere Muskeln, aber haben ein gesundheitliches Problem später. Aber wenn ich überlege, ich habe vor meiner Magersucht 60 Kilo gewogen und habe jetzt 70 Kilo, es sind 10 Kilo Muskeln von einem relativ ohne jetzt Gewichtstraining trainierten Menschen. Jetzt habe ich mit Gewichtstraining eingesetzt und 10 Kilo ist in einem Rahmen, wo ich sage, das ist ohne weiteres aufbaubar. Da war man aber gerade wieder das typische Beispiel, dass viele Leute denken, jemand, der Bodybuilding macht, der nimmt auch gleich Anabolika. Das sind halt nur diese Vorurteile, die ich nicht verstehe. Klatsch ruhig, wenn du der Meinung bist, das regnet. Sie fertig oder wollte ich noch was sagen? Okay. Sie hat Spaß an ihrem Hobby, sie gibt sich Mühe, sie tut alles dafür. Und warum soll sie dafür direkt Anabolika nehmen? Ich finde sowas klasse. Die junge Dame, die jetzt kommt, betreibt auch sehr intensiv Sport, aber nicht unbedingt, um Muskeln aufzubauen, sondern sie macht etwas anderes. Was und vor allen Dingen auch, was sie von zu viel Muskeln bei Frauen hält, wird sie uns selbst erzählen. Hier ist Ramona, herzlich willkommen. Hallo Ramona. Hallo Olli. Was machst du für einen Sport? Ich betreibe Aerobic und etwas Fitness nebenbei noch. Also da ist man auch gut proportioniert, hat aber wahrscheinlich nicht diese Muskeln, die Susi zum Beispiel hat. Auf keinen Fall. Was hältst du denn davon? Also ich persönlich gar nichts, gerade bei Frauen nicht. Also ich finde, wo hat sie noch ihre Weiblichkeit? Susi sagt ja aber, diese Muskeln zum Beispiel unterstreichen meine Weiblichkeit. Wo denn? Also, als ich sie von hinten gesehen habe und wenn man den Kopf wegdenkt, dann steht ein Mann vor mir, ehrlich. Ramona, was ist für dich Weiblichkeit jetzt auf dem Körper gesehen? Ja, dass man halt noch wie eine Frau ausschaut, dass man etwas Brust hat, dass alles schön weich aussieht. Das muss zwar alles schön straff sein, aber es muss halt weibliche Form haben. Aber was macht man, wenn man von Haus aus schon wenig Brust hat? Ja, aber doch nicht noch wegtrainieren. Ich trainiere nichts weg. Ich habe unterm Jahr die gleiche Brust, wie ich sie damals hatte. Ich habe auch nicht viel, aber ich sehe nicht so aus. Beim besten Willen. Ja, weil du auch viel mehr ein Fettgewebe hast, als ich momentan. Weißt du, was hast du denn an Fettwert? Ich habe 7% Fett momentan. Ja. Und ist das gesund? Das ist ganz anders. Das geht momentan gerade nur um Weiblichkeit. Und ich denke mir, ob das jetzt gesund ist oder nicht, ist es eine kurze Phase vor der Meisterschaft, was ich jetzt durchzuhalten habe, in Anführungsstrichen. Lebe aber sonst 8 Monate. Hast du einen Freund, Susi? Ja, der steht gerade neben dir. Du! Ja, das dachte ich mir ja schon. Entschuldigung.
Also, und die Susi, so wie sie ist, gefällt dir natürlich. Ja, natürlich, Susi ist super. Ich kann mir sie gar nicht anders vorstellen. Wie gesagt, unter dem Jahr hat sie dann ein bisschen mehr Körperfett, dann kommen auch wieder die Brüste wieder besser raus, weil das ist halt alles Fettgewebe und es geht halt mit der Zeit weg, das ist ganz normal. Aber warum soll sie nicht wie eine Frau sein? Also sie wirkt für mich sehr, sehr weiblich. Könntest du dir vorstellen, mit einer Frau... Könntest du dir vorstellen, mit einer Frau zusammen zu sein, die vielleicht nicht so muskelsportlich ist, weil wie zum Beispiel Ramona ist ja auch sportlich, aber Susi macht halt eben diese Muskelsport, mit einer Frau zusammen zu sein, die nicht so mit Muskeln bepackt ist? Oder ist das für dich sehr wichtig? Nee, das ist für mich nicht unbedingt wichtig. Das Zweite ist ja das, der Charakter und so weiter, das zählt ja auch. Aber das Zweite, hast du gesagt? Ja, genau. Also die erste Optik ist für mich schon mal, ob jemand einen durchtrainierten Körper hat. Und dann kommt das Nächste und das hat sie halt beides. Und du selbst machst du auch Sport, oder? Gelegentlich. Wie lange hast du gebraucht, um das alles da? 13 Jahre. 13 Jahre, ja. Auch regelmäßig wahrscheinlich, ja, 5 bis 6 Mal die Woche wie die Susi. Machst du dann auch das richtig so wettkampfmäßig, ja, oder? Und schon irgendwelche Titel? Ja, war schon als Junior-Deutscher Meister, internationaler Deutscher Meister bei den Männern und letztes Jahr Dritter. War geil. Danke. Man kann darüber natürlich immer geteilter Meinung sein. Nicht? Die einen finden das schön, die anderen finden das schön. Aber wie gesagt, über Geschmack lässt sich bekanntlich ja nicht streiten. Mein nächster Gast kommt jetzt, und zwar ist es die Linda. Und Linda hat einen interessanten Po. Warum einen interessanten Po, willst du uns gleich selbst erzählen. Hier ist Linda, herzlich willkommen. Bilder von dir. Hallo Linda. Hi. Im Gegensatz, und ich weiß, dass du das jetzt nicht missverstehst, im Gegensatz zu meinen anderen beiden Gästen, zu Ramona und zu Susi, siehst du jetzt nicht so durchtrainiert aus. Ja. Wie stehst du zu deinem Körper? Ich sag mal so, ich muss erst mal ganz kurz zu ihr was sagen. Ja? Ja. Willst du als Mann oder als Frau bezeichnet werden? Ich bezeichne mich selber als Frau und werde auch von anderen Leuten als Frau bezeichnet. Von welchen Leuten? Das möchte ich mal wissen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass ein Mann morgens neben dir aufwachen möchte. Hier ist doch aber einer zum Beispiel. Ja. Einer, ja, ist ja da. Dann ist einer von 1000. Aber ja, es gibt sehr, sehr viele Männer. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, auf keinen Fall. Weil ich meine, ich zum Beispiel, ja, ich sehe mich als Frau an. Ich habe Titten, ich habe einen geilen Super. Das freut uns, dass du Titten hast, Linda. Das ist toll. Das freut mich auch. Ja, ich habe auch noch mal eine Frage an die Susi. Und zwar wollte ich fragen, ob du vielleicht als Kind mal Junge werden wolltest oder so. Also ich persönlich finde, wenn du jetzt noch eine Pfeife im Mund hättest, dann würde ich dich als Popper identifizieren. Es stimmt, ich bin mit Jungs aufgewachsen. Ich war sehr so burschikos eigentlich. Und das ist genau der Punkt, was vielleicht ein bisschen paradox klingt. Durch die Sportart habe ich wirklich zu meiner Feminilität gefunden. Das ist genau der Punkt, weil ich, Schönheitsideal ist X-Form und die habe ich mir rausgearbeitet. Breitere Schultern, schmale Vor Teile. Vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, wo du herkommst oder welcher Krankheit du gelitten hast. Und wenn man sehr stark unter dieser Krankheit, Bulimie, Magersucht leidet, ist das Schönheitsideal einer Frau ja auch auf einmal komplett weg. Weil da hat man wahrscheinlich auch keine Rundung. Nicht? Der Po wird immer flacher, genau. Vorne wird es auch alles flacher und eigentlich hat man gar keine Rundung. Genau. Dass man dann vielleicht ins andere Extrem geht und sich zu viel Rundungen für viele Menschen dann anpumpt, ist natürlich etwas anderes. Sollte man im Hinterkopf behalten, wie du zu diesem Sport gekommen bist. Was soll ich denn gerade fragen? Linda, ja, was ist für dich Weiblichkeit, außer deine unglaublichen, was du sagst, Hupen? Nein, für mich ist einfach eine Frau weiblich, wenn eine Frau sich weiblich kleidet, wenn eine Frau aussieht wie eine Frau. Mal vor, die Sprachfehler habe ich jetzt hier. Ich bin ein bisschen nervös, ey. Und hey, macht nix, ey. Nein, aber ich weiß nicht, sie ist halt viel zu sehr durchtrainiert halt. Ich meine, die ganzen Muskeln und ein bisschen ist gut. Zum Beispiel, sie macht jetzt Aerobic, ja. Man sieht aber dabei immer noch, dass es eine Frau ist. Okay, das ist was ganz anderes als ihr, aber das ist für mich so übertrieben. Du sagst, du hast einen tollen Busen und ich habe gesagt, du hast einen interessanten Po. Ja. Was ist interessant an deinem Po? Ich sag mal so, aber du musst jetzt nicht auf die Idee kommen, das auszuprobieren oder so. Ich weiß ja nicht, was du jetzt sagst. Nein, ich sag das nur schon mal vorher, aber ich meine, man könnte vielleicht ein Glas Sekt draufstellen, man könnte, ich meine, willst du mal fühlen? Spielt es gut an. Ja, das war... Das zelebrieren wir aber ein bisschen. Warte mal.
Aber ich darf jetzt wirklich, ne? Ja, klar. Und damit... Das sind wirklich... Das sind echt Muskeln oben, ne? Was sieht? Liebe Zuschauer, was Sie jetzt gar nicht sehen können, Linda hat ja nämlich vorne nicht irgendwas drauf. Ich könnte mir wirklich sehr gut vorstellen, dass hier wirklich ein Sektglas raufpassen würde. Aber da das natürlich auch umkippen kann, wollen wir deine Kleidung nicht beschmutzen. Ja. Ich bleib hier stehen. Wir machen einfach weiter mit der Zicke. Schönen Dank, Linda. Danke. Sowas sollte man mir nie anbieten. Nicole und Carsten kommen jetzt. Die beiden betreiben auch Bodybuilding sehr intensiv, sind auch sehr erfolgreich und treten meistens zusammen auf. Wie die natürlich zu ihrem Sport stehen, das können wir uns denken. Trotzdem interessiert mich gerade Nicoles Seite, was sie zur Fraulichkeit sagt, ob die vielleicht unter diesem Sport ein wenig leidet. Hier sind Nicole und Carsten. Herzlich willkommen. Hallo ihr beiden, schön, Hallo. Dass ihr da Hallo. Seid. Ihr habt es verfolgt, worüber wir uns die ganze Zeit unterhalten. Nicht? Wir reden ein bisschen darüber, kann denn vielleicht zu viel Muskel bei einer Frau, kann das unfraulich sein? Was hast du für Erfahrungen gemacht, Nicole? Wie reagieren Menschen auf dich? Also ich denke, dass die Medien den Frauen suggerieren, so musst du aussehen. Hintern, Brust, ein bisschen Speck, dann siehst du aus wie eine Frau. Aber ich denke... jede Frau sollte so aussehen, wie sie sich fraulich fühlt und wie sie sich fraulich verhalten kann, dann ist sie für mich eine Frau. Mhm. Vor allem das Komische, dieses Schönheitsideal der Frau, ich meine, das wechselt ja anscheinend auch immer, nicht? Wenn wir jetzt die angeblich schönsten Frauen der Welt haben, das sind Models, die sind vorne flach wie ein Brett, Kate Moss zum Beispiel, haben überhaupt keinen Arsch in der Hose und sehen eigentlich relativ unfraulich aus. So, dann habt ihr Rundungen, da sagt man, oh, das ist zu viel, das ist nicht das Schönheitsideal der Frau. Carsten, wie sieht denn für dich ein Schönheitsideal einer Frau aus? Oder dein persönliches vielleicht? Also ich persönlich habe mein Schönheitsideal schon gefunden, das sitzt halt rechts hier neben mir. Und... ich möchte aber betonen, dass es eigentlich kein Ideal gibt, genauso wie die Nicole oder du gerade erwähnt hast. Es wird von den Medien halt ein gewisses Bild suggeriert, ja. Und Endeffekt ist, dass wir halt Frauen haben, die Magersucht haben, die darunter leiden, wie Susi am Anfang. Oder dass wir Frauen haben, die zu uns kommen in den Verein, wir leiten einen Sportverein. Ich habe Übergewicht, ich habe schon jede Diät probiert, machen sich verrückt, fühlen sich unter Druck gesetzt, ja. Und im Grunde genommen sollte auch jede Frau und jeder Mensch für sich selber rausfinden, was er schön findet. Ja? Mhm. Ist Bodybuilding eure Welt? Also ich persönlich betreibe Bodybuilding seit 15 Jahren, meine Frau seit 3 Jahren. Es nimmt einen sehr, sehr hohen Stellenwert ein. Also mein Leben hat es in jeglicher Hinsicht potenziert. Alle Lebensqualitäten sind gestiegen. Ich kann Gott danken, dass es den Sport gibt. Als ich angefangen habe, habe ich keine 50 Kilo gewogen bei gleicher Körpergröße. Ich kannte Frauen nur aus dem Biologiebuch und habe jetzt ein schönes Leben. Und unser Ziel ist halt, anderen Leuten diesen Sport auch näher zu bringen, aber auf eine gesunde Art und Weise, sodass es Spaß macht. Kann auch das Selbstwertgefühl, sagst du selbst, steigern. Ihr betreibt diesen Sport gemeinsam und nicht nur, dass ihr gemeinsam die Gewichte hoch und runter stemmt, sondern ihr tretet auch zusammen auf. Ist das richtig? Ja. Wir sind letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften der Paare, haben wir den zweiten Platz erreicht. Wir haben uns überlegt, da wir ja beide Edi-Wettkämpfe machen, können wir das auch zusammen machen. Passt auch optisch ganz gut von der Größe. Und wenn Nicole natürlich weitermacht, dann wird sie mir irgendwann mal einen haben. Ne? Und wie gesagt, das ist also unser Hobby, nimmt sehr hohen Stellenwert ein. Der ganze Tagesablauf ist darauf ausgerichtet, sich gut zu ernähren, Spaß zu haben, zu trainieren, früh ins Bett zu gehen, nicht zu rauchen, nicht zu trinken, keine Drogen. Halt all diese Geschichten, die heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so in sind. Aber wir haben halt Spaß an dieser Lebensweise und wir freuen uns immer wieder, wenn Leute kommen und das auch probieren wollen. Ne? Hast du denn irgendwo eine Grenze, wo du sagst, nee, also... Zum Beispiel Susi bin ich der Meinung, hat im Augenblick noch ein bisschen mehr zu bieten, weil sie natürlich auch im Wettkampf drin steht, in der Vorbereitung. Möchtest du mal so sein wie Susi oder sagst du, nee, das ist mir schon ein bisschen zu viel? Nee, also nach oben hin habe ich keine Grenze gesetzt. Wir möchten natürlich ganz gerne mal wissen, ob das nicht nur gut aussieht, sondern ob da auch ein bisschen Knöpf drin steckt. Ich möchte, wenn du nichts dagegen hast, Nicole, einfach mal einen kleinen Test machen. Ich brauche einen Freiwilligen aus dem Publikum, nach Möglichkeit einen Mann. Nicht nach Möglichkeit, ich brauche einen Mann. Und zwar geht es um Bankdrücken. Ne? Das, was ich zu Beginn gemacht habe. Möchte. Wo ist was? Willst du? Ja? Dann komm mal mit. Wir stellen uns.
Ja, kleines Bäuchlein, aber fühlt sich zumindest nicht schlecht an. Nicole, machst du gleich mit, ja, ne? Ja, natürlich, klar. Wir werden gleich ein wenig Bankdrücken machen. Wir haben da hinten schon einiges vorbereitet und werden mal gucken, wer denn nun stärker ist von den beiden, wer mehr schafft. Was für ein Gewicht sollen wir für dich hinten rauflegen? Sag mal eine Zahl. Hast du über Bankdrücken schon mal gemacht? Ja, ich habe mal auch versucht, irgendwie so ein bisschen mit Bodybuilding, aber das ist nicht mein Sport. Ich glaube, 60 Kilo dürften da so. Sollen wir 60 Kilo rauflegen? Ja, mit ganz viel Optimismus. Okay, 60 Kilo legen wir rauf. Wir sehen uns gleich wieder hinten nach einer ganz kleinen Unterbrechung. Bis gleich. So, jetzt ist es Zeit für unser Gewinnspiel. Und Sie sehen natürlich als allererstes, wie gewohnt, was Sie heute überhaupt gewinnen können. Wie wäre es mit einer kleinen Auszeit? Rainbow Tours bringt Sie als Gewinner zu zweit wahlweise nach Amsterdam oder Paris. Genießen Sie zu zweit die Ruhe verträumter Grachten und Gassen oder erleben das pulsierende Leben der Seine-Metropole. Kultur pur und ein Hauch von Romantik erwarten Sie. Um das zu gewinnen, müssen wir nur eine Frage beantworten. Und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, was kann man auf Lindas Po abstellen? A, ein Sektglas oder B, einen Fußball? Wenn Sie es wissen, rufen Sie mich bitte an 0190 58 57 35 oder Sie gucken in den RTL-Videotext auf die Seite 735. Viel Glück. Wenn ich solche Frauen wie euch sehe, muss ich echt Angst haben, euch zu begegnen. Unästhetisch. Ich habe mir überlegt, ob ich eventuell nächstes Jahr, wenn meine Wettkampfserie zu Ende ist, mir eine Silikonbrust mache. Geht das denn mit dem Sport? Ich meine, wenn du dann wieder Wettkämpfe anfangen würdest, dann würden die Kissen ja irgendwann. Nein, es passiert nichts. Nee? Es gibt viele Bodybuilderinnen, die das haben. Stehen Sie vor dem Spiegel und Sie brauchen morgens mindestens 2,5 Stunden allein schon, um die ganzen Farben richtig ins Gesicht zu bringen. Oder vielleicht haben Sie auch eine Freundin oder einen Bekannten, der absolut dem Schönheitswahn verfallen ist. Wenn das auf Sie zutrifft, dann rufen Sie bitte bei mir an. 0137 40 41 42 ist meine Telefonnummer oder Sie gucken ins Internet unter www.olivergeissen.de. Thema demnächst bei mir. Aufgetakelt. Du hast nur dein Aussehen im Kopf. Muskelwahn, Frauen und Fitness, das geht gar nicht. Das ist unser Thema heute. Mustafa steht neben mir. Mustafa, unser Proband aus dem Publikum, wird sich jetzt mit Nicole messen. Nicole sehen Sie auf der rechten Seite, macht sehr intensiv Fitness und auch Bodybuilding. Mustafa, 60 Kilo haben wir für dich raufgelegt. Na, wir haben 50 auf der rechten Seite, 10 auf der linken Seite. Und du legst dich bitte hin und versuchst das zu drücken. Du passt schön auf, ne, dass ihm das nicht in den Kehlkopf saust. Aber nicht helfen, ne? Nur Sicherheitsstellung. Okay. Du sagst Bescheid. Bist du fertig, Mustafa? So, Arm strecken. Und einmal runter. Runterlassen. So, jetzt lassen wir das mal unten. Und. Da war also. Bei Wetten, das würde Thomas Gottschalk jetzt sagen, so, naja, so gerade eben Wette gewonnen. Das war schon ein bisschen heikel, oder? Ja, 60 Kilo können unter Umständen schon sehr schwer sein. Was machen wir denn jetzt für dich, Nicole? Was sollen wir für dich rauflegen? Ja, ich denke mal, wenn ich drücke, dann ist es okay. 60 Kilo? Ja, du kannst auch gerne, ja? 70 Kilo drauflegen. Dann machen wir 70 drauf, dann wirst du zumindest ein eindeutiger, ein vernichtender Sieg. Wir haben gerade eben Nicole auch vorne mit der Susi gerade über die Brustentwicklung auch gesprochen. Nicht? Das Ganze ist natürlich, wenn du sehr viel Brusttraining auch machst, eher mit Muskeln bepackt als mit Fettgewebe, wie es bei einer anderen Frau ist. Ja, wie steht ihr beide dazu? Fett ist halt oben drüber. Und ja, also zum Wettkampf hin wird es natürlich kleiner und verschwindet fast. Mhm. Und, stört dich das? Es stört mich nicht direkt, aber ich hatte halt früher, als ich noch etwas dicker war, eine sehr große Brust. Und ich habe mir überlegt, ob ich eventuell nächstes Jahr, wenn meine Wettkampfserie zu Ende ist, mir eine Silikonbrust mache. Geht das denn mit dem Sport? Ich meine, wenn du dann wieder Wettkämpfe anfangen würdest, dann würden die Kissen ja irgendwann. Nein, es passiert nichts. Nee? Es gibt viele Bodybuilderinnen, die das haben. Ehrlich? Ja. Aber das ist ganz normal. Okay, gut. Ich dachte schon, die Kissen das passiert knallen nichts. Dann weg, nein, wenn nein, die Muskeln nein. zu viel werden. Nicole, leg dich hin. Ja. Das sind jetzt 70 Kilo. Ja. Ne? Du machst bitte wieder Hilfestellung und wollen mal gucken. 70 Kilo, ohne uns groß warm gemacht zu haben. Oh, kann man jetzt in den Rock gucken? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Ich stelle mich sonst. Nee, dann mache ich ja die Kamera zu. Nee, okay, Schatz. Eins, geht los? Zwei, drei, komm. Ganz ruhig.
Respekt! Müssen wir neidlos anerkennen, war ein bisschen eleganter und war auch mehr Gewicht drauf, ne? Ja. Hätten wir uns, glaube ich, beide noch rechts und links mit raussetzen können, das hätte sie auch noch geschafft. Wir beide gehen wieder nach vorne. Jetzt will ich aber erstmal den nächsten Gast kurz holen. Und zwar ist das der Andreas. Andreas hält von den ganzen Muskelwahn eigentlich nicht so viel, speziell bei Mädels. Herzlich willkommen, hier ist Andreas und wir gehen nach vorne. Andreas, ich habe es gerade eben gesagt, von Frauen und Muskeln hältst du nicht so viel. Das gehört nicht unbedingt zusammen. Nicht unbedingt, nein. Für mich muss eine Frau eher ein bisschen zierlicher sein. Also dieser übertriebene Körperkult, das ist nicht so mein Ding. Das ist einfach unangenehm. Also zum Beispiel Ramona, das gefällt mir. Sie macht Fitness, sie macht Aerobik, sie tut was für ihren Körper, um fit zu sein. Das akzeptiere ich und finde ich auch sehr schön. Aber wenn man seinen Körper dann aufbläst, irgendwie in irgendeiner Form, das hat für mich dann nichts Schönes mehr. Und sagen die, aber sie finden sich extrem fraulich, weil sie haben ja Rundungen dazu bekommen. Aber Brust, meinst du, sollte schon nach Möglichkeit nicht aus Muskeln bestehen, sondern auch das, was bei einer Frau normal auch häufig vertreten ist? Na, erstmal sieht es sehr männlich aus. Ich habe das ja schon von hinter der Bühne ein bisschen beobachten können. Also es ist optisch nicht unbedingt ein Leckerbissen. Und zum Zweiten denke ich mal, dass es auch nicht sehr gesund ist. Denn ich glaube, natürlich wächst so ein Muskel nicht. Also da muss schon was eingenommen werden. Und das geht dann auf jeden Fall auf die Gesundheit des Körpers. Also da kann man mir nicht erzählen, dass das jetzt ohne irgendwelche Hilfsmittel so geworden ist. Wie ist das bei dir, Nicole? Das ist eigentlich die Frage, die immer als erstes gestellt wird, gerade von Menschen, also sag ich jetzt mal wie du, die von dem Sport wahrscheinlich keine Ahnung haben, die auf jeden Fall so aussehen. Mhm. Ich sag mir mal einfach, stell dir vor, du trainierst 6-7 Mal die Woche, jeden Tag 3-4 Stunden, wie ein Wahnsinniger. Du lebst dafür, schläfst jeden Tag viel, du isst nur gute Sachen, du isst nie mal ein Stück Torte oder mal trinkst Alkohol. Aber das sind doch nicht die guten Sachen. Auf jeden Fall, du lebst für deinen Sport und entbehrst eigentlich fast alles andere, nur um irgendwann so auszusehen. Und ich denke, wenn dir dann jemand sagt, das ist künstlich oder der macht nichts dafür, der nimmt irgendwelche Medikamente, dann ist das krank. Also ich stelle es... Für mich ist es eigentlich kein Sport, gebe ich persönlich gerne zu, weil das ist, Sport hat für mich etwas mit Leistung zu tun. Aber Fitness ist Sport, oder was? Fitness ist Sport, aber Fitness in Grenzen ist Sport. Fitness ist keine anerkannte Sportart. Bodybuilding ist eine weltweit anerkannte Sportart, ja? Genauso wie Fußball, Basketball. Fitness ist eine Welle, die darauf abzielt, Leute ins Studio zu holen, viel Geld bezahlen zu lassen, irgendeinen Trend zu verfolgen, Schönheitsideal, ihren Kaffee zu trinken, dummes Zeug zu quasseln. Und die Leute, die dann gut aussehen, die sich anstrengen, die man ja nicht haben will, die sind ja dann gedopt. Ja, ich verstehe das, dass du das nicht akzeptieren kannst, dass jemand so aussieht und dass du das nicht vorstellen kannst. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, wenn zu mir einer sagt, ich habe 10 Tage lang gearbeitet, um Haus aufzubauen. Man kann es sich einfach nicht vorstellen. Aber versuch zu akzeptieren, dass diese Leute sehr viel Energie in irgendwas investieren. Ja? Und, die ganze Doping-Problematik kommt nur deswegen zustande, dass es Sportler gibt, die das praktizieren, die aber nun mal leider faule Hunde sind. Und Faulheit ist nun mal eine gewisse Kernqualität der Menschheit und es ist trotzdem nicht zu nichts bringen. Und dann irgendwann in die Öffentlichkeit treten und sagen, ich habe das ja gemacht, hat es nichts gebracht. Nicole, du trainierst seit 3 Jahren, ja? Ja, jetzt ungefähr seit 3 Jahren. Und sie trainiert seit 10 Jahren. Warum habt ihr dann so relativ die gleiche Figur? Also, denke ich, haben wir nicht die gleiche Figur, aber ich kann versuchen... Nee, ich finde es relativ gleich. Ja, ich finde es einfach relativ gleich. Ja, ist okay. Gleich. Ich kann es versuchen, dir mal ein bisschen zu erklären. Und zwar, sie war ja wirklich sehr, sehr dünn. Also zu Anfang, als sie angefangen ist zu trainieren. Und ich wäre immer sehr dick oder besser gesagt massiv. Ich war schon immer ein völlig muskulöser Mensch. Bin mit riesigen Beinen und Waden durchs Leben gelaufen, ohne dass ich jemals diesen Sport gemacht habe. Und ich denke, ein bisschen hat es auch mit Genetik zu tun. Der eine wächst halt ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer. Es kommt halt auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass du damit 7 Jahre überspringen kannst. Keine 7 Jahre, vielleicht 1 oder 2 Jahre, aber keine 7 Jahre. Um dazu sagen, also den Körper, so wie er jetzt bei mir ist, ist er jetzt auch nicht erst seit einem halben Jahr, sondern ich habe den Körper seit ungefähr 2, 3, 4 Jahren. Andreas, warum glaubst du, machen Frauen überhaupt Bodybuilding? Tja, das muss viele Gründe haben. Es gibt ja nun doch einige, die es tun. Ich denke mal, es ist ein gestörtes Selbstbewusstsein, was da ist, ein Selbstwertgefühl, irgendwie, also was in der Richtung. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es
in irgendeiner Weise für eine Frau quickend sein muss, so auszusehen. Denn ich glaube nicht, dass eine Frau damit sehr viel Erfolg bei uns Männern hat. Also aber so richtig unglücklich sehen sie erstmal nicht aus. Und Männer haben sie auch alle sogar gleich mitgebracht. Das liegt wahrscheinlich daran, die Erfahrung habe ich damals mal im Fitnessstudio gemacht. Ich habe auch eine Zeit lang ein bisschen Fitness gemacht, Aerobic und Step Aerobic, was eigentlich nur Frauen machen. Ich war auch also im Harlem-Club in der Gruppe und habe festgestellt, dass sie an die Maschinen arbeiten. Ich nenne das jetzt einfach mal die Maschinen arbeiten. Die sagten, das kann richtig süchtig machen. Wenn man da erstmal so einen Kick gekriegt hat, dann kann man da auch nicht mehr aufhören. Warum glaubst du, ist es für Männer nicht attraktiv, solche Frauen zu haben? Also für mich persönlich ist es nicht attraktiv. Ich kann nicht jetzt für andere Männer sprechen, aber ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Weise ansprechend ist, so eine Frau zum Beispiel ohne Klamotten vor mir stehen zu sehen und die vielleicht auch noch anfassen. Ich wollte erst mal sagen, dass ich finde, ein bisschen Speck wie die Linda sieht viel besser aus als so Muskeln. Und dann wollte ich... Danke sehr. Dann wollte ich die Susi fragen, weil sie meinte eben, viele Menschen wissen nicht den Sinn vom Bodybuilding, was jetzt der Sinn sein soll. Der Sinn vom Bodybuilding, für mich ist es jetzt einfach, den Körper zu finden, der für mich das Ideale ist. Und wie gesagt, auch mit dem Sport, ich glaube, es geht auch über den Sport hier hinaus. Es ist nicht nur Sport, es ist Lebenseinstellung. Und so wie ich mich... Fitnesswahn, Frauen und Muskeln bzw. Fitness, das passt gar nicht zusammen. Wir diskutieren hier schon seit einer knappen Stunde ziemlich kontrovers. Man muss, glaube ich, jetzt schon sagen, so ein kleines Resümee, Gott sei Dank sind die Geschmäcker verschieden und über Geschmack lässt sich bekanntlich ja nicht streiten. Hier ist unser nächster Gast, hier ist die Karin. Herzlich willkommen. Andreas, ist das fraulich für dich oder nicht? Oh. Nein, nein, nein. Da fällt mir nur ein, man muss es nicht nur hier haben, man muss es auch da haben. Karin. Klasse, das sind wir die Vorurteile. Ich akzeptiere die Leistung und ich finde es für sie wahrscheinlich auch wunderschön, dass sie das geschafft hat, da hinzukommen. Aber das ist wirklich nicht schön anzusehen. Wie das fühlst du sehr, dich, sehr Karin, wenn Menschen so etwas sagen, du siehst nicht aus wie eine Frau? Ach, das ist neutral. Viele finden sie eben wirklich super toll. Ein paar finden sie eben dann gar nicht toll. Das ist mir weitgehend egal. Wir haben aber Oliver, ich hab mal ich muss kurz unterbrechen. Ich meine, er muss ja damit rechnen jetzt, ne? Wenn ich ihn jetzt nicht kennen will, ich meine, ich kenne ihn eigentlich auch gar nicht. Ich meine, Sie. Sie. Und wird sie jetzt am Telefon? Dann würde ich denken, das ist ein Mann, weil die Stimme erstens mal, ja, der bräuchte noch nicht mehr, das ganze Gesicht, der bräuchte noch nicht mehr, ich meine, die. Wisch dir mal den Lippenstift ab, BH, das sieht aus wie ein Mann. Ja, da habe ich meine Frage, bin ich die erste Frau mit einer tiefen Stimme, die du triffst? Ja, die zweite. Also so extrem. Habt ihr schon mal von Tina Turner gehört oder von Bonnie Tina Tyler? Tina Turner hat Ausstrahlung, das ist ein Unterschied. Wir reden von der Stimme, nicht von der Ausstrahlung. Ja, aber die hat wenigstens, die hat ein bisschen weiblich, Stimme, meine mal. Stimme ist tief, aber nicht männlich. Doch männlich, meine Meinung nach. Absolut nicht. Doch, doch. Ich glaube, dass wir erstens noch locker 2 Stunden weitersenden könnten. Und zweitens glaube ich, ist das Wichtigste, dass sich jeder Mensch in seinem eigenen Körper wohlfühlt. Egal, ob er dick, ob er dünn, ob er
Muskeln hat oder ob er einfach nur ganz normal er selbst ist. Ich freue mich auf alle Fälle, dass ich das Gefühl zumindest habe, dass ihr alle in euren Körpern, wie ihr jetzt seid, glücklich seid. Schönen Dank, dass ihr meine Gäste heute gewesen seid. Danke, dass ihr im Studio wart. Informationen zur Sendung natürlich immer im Internet unter www.olivergeist.de oder sucht uns einfach mal kurz an. Wir freuen uns, jetzt viel Spaß mit Bärbel Schäfer. Machen Sie es gut, tschüss.